Wuff. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Heute zeige ich dir fünf Pflanzen, die ich gerade effektiv töte. Oder zumindest kurz davor sind zu sterben oder vielleicht schon gestorben sind. Damit ihr halt auch mal ungefähr so die Ahnung kriegt, dass nicht alles so hübsch grün ist wie bei mir im Hintergrund, sondern dass bei mir halt auch Pflanzen eingehen. Ne? Okay, fangen wir auch gleich an. Fangen wir mit der schmerzvollsten Pflanze für mich an, zumindest für mich emotional und auch für meinen Geldbeutel. Denn ich hatte mir bei Harmony Plants nicht nur eine Delta Force gekauft, sondern eine Spiritus Sancti. Ja, und das ist davon übrig geblieben. Also die Wurzeln sind hin. Zumindest das Blatt hier oben, was es mal war, das hat sich jetzt auch verabschiedet. Das ist meine Spiritus Sancti. Gott habe sie gnädig. ja, also es hat ganz gut angefangen. Es hatte, glaube ich, mal ganz gut angefangen mit ihr. Sie kam in einer sehr guten Verfassung bei mir an. Ich habe sie dann versucht, auf Semi-Hydro zu übertragen, so wie ich das halt immer mache. Ein Glück ist meine Nase zu, deswegen rieche ich das nicht. genau, habe sie dann versucht, auf Semi-Hydro zu übertragen. Das hat auch funktioniert. Habe sie dann in meine großen Töpfe umgetopft. Das hatte sie halt auch eine gewisse Zeit lang mitgemacht. Aber dann ging es irgendwie so ganz stetig bergab. Und ich weiß nicht so wirklich, wieso. Ich habe sie dann halt versucht, in diesen kleinen Wassercontainern zu halten, in meiner Wachstumsbox. Aber so wirklich hat sie das nicht vertragen. Und jetzt ist sie hin. Das finde ich sehr schade, denn das war eigentlich von den beiden Pflanzen, das heißt von Delta Force und Spiritus Sancti, war das eigentlich meine Lieblingspflanze. Ich hoffe, dass ich die nochmal irgendwo kriege. Das waren 160 Schade. Also das ist wirklich schade, weil die Wurzeln an sich, also die Wurzelmasse sieht ja eigentlich noch ganz gut aus, ne? Jetzt seht ihr das hier oben, ne? Weil die Wurzelmasse sieht ja halt eigentlich ganz gut aus, aber das hier oben, das ist ja schade. Ja, wir machen mal kurz den Brechtest. Das ist Matsche, das ist tot. Ja, schade. Obwohl die Pflanze mir eigentlich so richtig, richtig gut gefallen hat, ne? Also da kam dann halt auch noch so ein schönes großes Blatt raus und ich habe mich gefreut, yay, endlich geht es ihr gut. Aber ich habe sowieso gerade aktuell ein bisschen Probleme mit Wurzeln. Das ist mir in dem kleinen Zimmer schon aufgefallen. Irgendwas stimmt da nicht. Oder ich muss auch wieder sehr viel häufiger das Wasser wechseln. Das kann auch daran liegen. Ja, Spiritus Sancti, schade. Ich weiß nicht genau, was da jetzt effektiv schiefgelaufen ist. Also entweder war der Topf zu groß, dass sie nicht genug Wasser gekriegt hat. Das glaube ich nicht. Dass irgendwas mit dem Wasser stimmt, kann eigentlich auch nicht sein, weil alle meine Pflanzen kriegen das gleiche Wasser und das ist halt eigentlich okay. Und ich hatte, glaube ich, noch nie einen Philodendron, der mir eingegangen ist. Wollte halt einfach nicht. Schade. Naja. Genau, Spiritus Sancti, das war von den fünf Pflanzen somit einer der teuersten, die ich dir jetzt eben gerade gezeigt habe. kommen wir auch schon zur zweiten Pflanze, und zwar der Anthurium radicans X. luxurians. Ich habe mir die mal gekauft. Sie war auch nicht billig. Habe dann, Moment, ich zeige sie dir halt erstmal. Das ist das, was noch übrig geblieben ist. Also das hier ist, glaube ich, ein Blatt. Ne, das kann, glaube ich, ab. Ja, genau. Das hier ist auch ein Blatt. Das kann auch ab. Oder es war mal zumindest ein Stängel. Und das ist davon übrig geblieben. Matsch. Warum matscht das denn jetzt hier schon wieder? Und das ist davon übrig geblieben. Das heißt, das hier sind alle Wurzeln. Ein paar, zumindest die hier lebt noch. Die lebt noch, das lebt noch und das lebt nicht mehr. Auch gleich mal abmachen. Wie das hasse. Glitschige Wurzeln. Und so langsam fängt die Anthurie an, von unten mir wegzuschimmeln.
Ja, also hier unten ist er halt schon matschig. Ja, genau. Und das heißt halt eigentlich, dass ich sie bald verlieren werde. Denn das ist mir halt auch schon also wenn mir Anthurie eingeht, dann schimmelt sie mir eigentlich immer von unten nach oben weg. Und egal, was ich damit mache, ich habe es halt auch schon versucht. Guck mal, die ist auch schon abgebrochen. Okay, na dann. Ich habe es halt auch schon versucht, trocken zu stellen oder wirklich das wirklich abtrocknen zu lassen. Ich habe versucht, da schon Zimt drauf zu streuen. Aber irgendwie hilft das halt alles nichts. Und egal, wie gut die Pflanze jetzt noch aussieht, ne, zumindest sieht es ja so aus, als wenn sie hier noch ein Blatt kriegen würde, hier oben. Und die Wurzel sieht auch eigentlich ganz gut aus. Matscht die mir dann halt so langsam von unten nach oben weg. Und dann ist die Pflanze hin. Und ich weiß noch nicht so wirklich warum. Also ich könnte vermuten, dass es irgendwann mal einen Zeitpunkt gab, wo ich die Pflanze so ein bisschen, wo ich den Wasserwechselprozess ein bisschen zu lange rausgezögert habe und dass die Pflanze da einen kleinen Knicks gekriegt hat. Ich muss mir da vielleicht irgendwie mal so einen Termineintrag machen, also einen Terminkalender machen, wo ich wirklich dann alle 14 Tage dann das Wasser wechsle. Oder zumindest halt bei den Pflanzen, oder zumindest halt alle Pflanzen, die halt wirklich neu sind, wie in eine extra Box packe. Das wäre zumindest vielleicht mal eine gute Alternative. Genau, und deswegen hat sie da, glaube ich, so einen kleinen Knick gekriegt, hat auch, glaube ich, fast alle Wurzeln verloren. Und jetzt bin ich gerade so in den letzten Wellen davon. Wenn ihr irgendwelche Erfahrungen habt, wie man solche Anthurien, die unten schon Matsche werden, noch retten kann, dann sagt mir das bitte. Also was ich rausgefunden habe, ne, was ich gerade schon erzählt habe, Zimt, also das ja erstmal so weit abschneiden, dass es nicht mehr Matsche ist, dann Zimt drauf, dann wirklich abtrocknen lassen. Das habe ich schon mit einer Fryrack gemacht. Aber ich hab die ja halt alle in Semi-Hydro, ne? Deswegen wird dieser Stängel halt sowieso wieder nass. Ja, weiß ich nicht. Bin ich mir nicht so sicher. Und deswegen, auch wenn er halt wirklich abtrocknet, oder ich jetzt zum Beispiel die Anthure jetzt zum Beispiel so ins Wasser stelle, dass die gute Wurzel im Wasser steht. Guck mal, ey, das könnte ich mal machen. Dass das jetzt zumindest halt irgendwie so ein bisschen austrocknet, das wäre zumindest ganz cool, aber wenn das halt wirklich jetzt abtrocknet und ich die wirklich so im Wasser stehen habe, in dem Augenblick, wo sie wieder in den Topf zurückgeht, steht sie so und dann fängt das wieder von unten an zu matschen. Weiß ich nicht, wenn du da irgendwie schon Erfahrung hast, dann sag mir das bitte. Ich weiß noch nicht so wirklich, was ich damit mache. Für mich ist es halt eigentlich immer so ein Zeichen, okay, irgendwie in maximal 1, 2, 3, 4 Monaten matscht das so langsam von unten immer nach oben und dann irgendwann kippt das dann halt wirklich vollkommen um und matscht dir dann innerhalb von 1 bis 2 Tagen einmal durch. Weiß ich nicht. Also könnte höchstwahrscheinlich, ich führe es mal darauf zurück, dass es so ein kleiner Pflegefehler auf meiner Seite war. Ich muss da aktuell auch so ein bisschen mehr hinterherkommen, die Pflanzen wirklich zu regelmäßiger das Wasser zu wechseln, gerade jetzt im Sommer. Ja, Teil 1. Dann habe ich hier noch eine. Ich habe, glaube ich, 3 Stück davon. Das hier war ein ganz kleines Baby. So sehen die Blätter aus, wenn sie mal welche hat. Da auch wieder irgendwelche schönen Bumper drin, schöne Wellen drin. Okay, das ist nur Dreck. Das hier ist die, das hier ist die eigentliche Pflanze. Ja. Sie hat 2 wunderschöne Wurzeln. Da. Das ist die ganze Pflanze. Hier unten habe ich sie, glaube ich, abgeschnitten. Genau, das ist auch noch ganz schön hart. Also wenn mir irgendwie alles eingeht, dann habe ich zumindest hier noch das kleine Pflänzchen, was zumindest noch den Willen hat, bei mir zu überleben. Ja, komisch, ich glaube, das ist mit Abstand auch, glaube ich, die zweite Anthurie, die ich wirklich getötet habe. Da gab es noch eine andere, auch irgendwie einen Hybriden. Den habe ich mir halt auch auf der Pflanzenmesse gekauft. Und er ist mir halt eigentlich auch schon in Semi-Hydro gestorben, weil die Wurzeln halt auch nicht so schön waren. Genau, das wäre dann jetzt ja wirklich effektiv die zweite von den ganzen Anthurien, die ich habe. Ja, jetzt kommt immer noch die gleiche Pflanze Teil 3. Hier, das ist, glaube ich, mit Abstand die beste Pflanze von allen.
Ich weiß nicht, warum die Blätter jetzt gerade alle so am Wegbrauen sind. Oder nee, nicht am Wegbrauen, also jetzt die ganze Energie rausziehen, weil das stirbt und das stirbt. Weiß ich noch nicht so wirklich, warum. Aber ich glaube, dass das Wasser halt auch nicht so gut aussah. Habe ich wieder zu lange hingezögert und dann wird das so faulig matschig, weil wenn du jetzt halt hier auch schon so eine matschige Anthurie im gleichen Wasser hast wie die hier, ist natürlich klar, dass das Wasser irgendwann umkippt. Aber die hier sieht zumindest sehr viel besser aus. Die könnte ich theoretisch zumindest in einen kleinen Topf packen, gleich, damit das gar nicht erst irgendwie die Chance hat, irgendwie wegzufaulen. Die sieht zumindest sehr gut aus. Hier unten matscht noch nichts. Nee, hier unten ist noch alles schön feste. Die Wurzeln zeigen in alle Richtungen. Das ist aber okay. Zumindest habe ich hier schon mal so ein paar kleinere Wurzeln, die da rauskommen, dass er halt wirklich Wurzeln will und überleben möchte. Ja, sieht, glaube ich, von den 3 Stück mit Abstand die beste, die auch mit Abstand die höchste Überlebenschance hat. Das heißt, wenn wir jetzt halt hier wirklich ein paar Blätter abmachen und vielleicht bis auf die beiden letzten, das heißt, die beiden würde ich behalten wollen, die beiden würde ich dann abschneiden. Das sind hier sowieso einer mit der letzten Blätter, die ich sowieso abmachen müsste, wenn ich sie wirklich bis hierhin einpflanze, was wirklich schon sehr hoch wäre, weil hier kommt ja halt auch schon eine neue Wurzel raus. Das heißt, ich müsste sie wirklich bis fast hierhin einpflanzen. Und da sind mir diese Blätter hier unten halt einfach ein bisschen zu viel. Deswegen würde ich die halt abmachen wollen, aber nicht jetzt. Die Pflanze braucht die Energie. Schade, fand ich eigentlich eine sehr hübsche Pflanze und ich weiß nicht so wirklich, wann das wirklich so kaputt gegangen ist. Vielleicht einmal vergessen, das Wasser zu wechseln und wenn die halt einmal in so ein bisschen fauligem Wasser steht, dann ist halt Ende. Ja, schade, ne? Müsst da wirklich hinterher sein. Dass ihr das nicht vergesst oder dann mal irgendwie 5 Wochen in Urlaub fahrt, wenn ihr wirklich eine neue Pflanze in Semi-Hydro oder im Wasser habt oder übertragen möchtet. Genau, das war die zweite Pflanze, die Anthurium radicans X. luxurians, finde ich eigentlich persönlich eine ganz schöne Pflanze, wenn man jetzt hier sich mal so das Blatt anguckt. Wenn man sich die Blätter jetzt so ein bisschen größer vorstellt, dann ist das halt schon sehr schön. Fand ich aber wirklich sehr interessant, euch auch mal zu zeigen, dass auch bei mir mal ein paar Pflanzen sterben. Jetzt habe ich hier diese ganzen toten Pflanzen auf meiner. Okay. Nummer 2. Nummer 3 ist diese wunderhübsche Anthurium. Ich glaube, sie heißt Three-Leaf Wonder. Weil sie, glaube ich, hier diese drei. Also das Blatt sieht so halt aus, als wenn es halt wirklich 3 wären. Hier 1, 2, 3. Ich weiß auch warum, weil sie stand genau da, wo jetzt das riesige, ich glaube, Epipremnum war es, steht. Ja, ich zeige sie dir halt erstmal. Ne? Also hier unten sieht es ja vielleicht noch ganz gut aus, aber das geht einmal, also das hier, das geht einmal hoch, einmal runter und dann ist das jetzt hier sozusagen das Ende. Sie hat T, glaube ich, ein paar Tripse. Das sieht man hier eigentlich ganz gut an dem Blatt. Ne? Wenn das Blatt hier so langsam so ein bisschen knispert oder hier hinten, habe ich hier so ein paar schwarze Punkte drauf. Das ist eigentlich immer ein sehr gutes Zeichen, dass das Tripse hatte. Ja, ich sehe auch einen. Okay. Das heißt, ja genau, hier hängen überall noch so ein paar tote Blätter runter. Ich habe sie jetzt nicht abgemacht, das heißt so, wie sie gerade aktuell im Badezimmer stand. Denn ich wollte sie eigentlich abschneiden und dann wieder in meine Box packen, weil jetzt hier so dieses ganze Mittelstück, das brauche ich halt einfach nicht. Ne? Hier kommt jetzt erstmal ganz lange gar nichts. Immer noch nicht. Warte. Genau. Und dann habe ich jetzt hier sozusagen hier, kann ich das irgendwie so halten? Ja. Genau, dann habe ich jetzt sozusagen hier so ein bisschen Ende. Was wir jetzt hier sagen, wirklich, oder so die oberste Spitze.
weil die war mir halt irgendwann so lang, dass ich sie dann hier oben auch wieder zurückbiegen musste. Und weil sie nicht genug Licht gekriegt hat, sind halt die ganzen Blätter halt einfach abgefallen oder ausgefallen. Deswegen habe ich jetzt hier so eine ganz lange Strecke, wo einfach gar nichts ist. War aber beabsichtigt, zumindest von mir, weil es ist nicht meine Lieblingspflanze. Das ist so, ich finde sie extrem langweilig. Ich bin ganz ehrlich, du siehst wunderhübsch aus. Oder zumindest, wenn die Blätter halt ein bisschen größer werden, dann sieht das halt wirklich schon sehr, sehr schön aus, finde ich zumindest, ne? Das heißt, das hier wäre jetzt meine Hand im Vergleich. Ne? Also ist halt schon ein bisschen was Größeres. Aber so wirklich mein Favorit ist es nicht. Wenn die Pflanze nicht mein Favorit ist, dann stelle ich die eigentlich immer viel zu dunkel und dann sieht es halt so aus, wie es jetzt aussieht. Dass die halt einfach Blätter verlieren und dann sieht es halt scheiße aus, weil du dann halt wieder so zwei Drittel nichts hast und dann hast du hier unten halt nur so einen kleinen, nur irgendwie sowas hängen. Das ist irgendwie ganz schön, wenn man den jetzt theoretisch hier trennen würde. Na, dann habe ich hier halt auch theoretisch schon ein paar Wurzeln. Oder zum Beispiel, oder hier, dann knickt das nicht so komisch. Und dann hast du da eine richtig schöne, wieder eine richtig schöne Pflanze. Das hatte ich eigentlich vor, hatte bis jetzt auch nicht so richtig Lust dazu. Und deswegen ist das halt so eine typische Pflanze, die ich jetzt einfach neu starten würde. Oder zumindest so nenne ich das. Wenn die Pflanzen dann halt irgendwie alle so aussehen oder irgendwie so extrem unglücklich sind, dann mache ich da auch Ableger draus. Habe ich dir gezeigt, wie man das macht oder wie man mit Syngonien Ableger macht. Ist eigentlich ganz einfach. Aber letzten Endes, ne, ob das jetzt Ableger von Syngonien oder Philodendron sind, so den Unterschied macht es jetzt nicht, weil ich finde so, dass viele Philodendron-Arten schon sehr ähnlich sind, also zumindest so wie sie wachsen, ne? Und deswegen würde ich da einfach Ableger draus machen. Sie kommt in eine Box und wenn ich Lust habe oder sie groß genug ist oder wenn wieder irgendeine Pflanze eingeht, ich Platz habe, und dann kommt sie raus und wächst dann wieder fröhlich vor sich hin und dann habe ich sie wieder ein bisschen kleiner. Das finde ich halt auch ganz toll, dass die Pflanzen nicht so wirklich überhand nehmen, sondern dass ich wirklich so die Pflanzen, die ich wirklich schön finde, genügend Licht und Platz gebe, die mir auch wirklich Freude bereiten, wo ich sage, boah, geil, so richtig schön, der große Philodendron da hinten, das langsam meine Wohnung übernimmt, das ist geil, oder die Thai Constellations da hinten, wirklich Hammerpflanzen, oder hier so eine Anthurie germanii, finde ich wirklich eine richtig schöne Pflanze. Aber irgendwie, oder ich habe mich so satt gesehen, das war auch mit einer der ersten Pflanzen, die ich mir gekauft habe. Damals, als man irgendwie noch zu jedem Pflanzencenter der Welt oder in ganz Berlin und Umgebung gefahren ist und geguckt hat, ob es da nicht irgendwelche besonderen Schnäppchen in der Ecke gibt. Ne, das gibt es ja irgendwie häufiger. Das gibt es ja irgendwie häufiger, dass man irgendwelche Sonderpflanzen reduziert, weil sie halt auch irgendwie jahrelang in der Ecke standen und nichts damit passiert ist. Dann findet ihr vielleicht so ein riesiges Ding, vielleicht mit noch 70, 80% mehr Blättern dran. Das finde ich so eine richtig schöne Starter-Anfängerpflanze. Dann könnt ihr irgendwie hier waren auch, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5 Pflanzen drin. Könnt ihr jetzt irgendwie Ableger schneiden bis zum geht nicht mehr und dann hat gefühlt jeder in eurer Umgebung mindestens eine Pflanze davon. Könnt ihr machen, wenn ihr euch dann mal probieren wollt oder sagen wollt, ey, ich möchte gerne mal jeden Ableger in einem anderen Substrat haben und mal ausprobieren, dann fände ich sowas hier, also was Halbsterbendes, gefühlt das Richtige davon. Genau, also natürlich, wenn ihr jetzt halt Ableger schneidet, ohne natürlich ein Blatt zu haben, dann sind das solche Wet Sticks. Nennt man die zumindest halt auf Englisch, weil dann habt ihr halt wirklich nur so einen schlaffen Stängel mit einem Wachstumspunkt dran und eigentlich nichts dahinter. Dauert lange, Chancen eher auch so ein bisschen 50, 60% würde ich mal sagen, weil man ist nicht sicher, weil dieser Stamm muss ja halt A, Wurzeln bilden und dann er hat ja wirklich keine Nährstoffe und hat auch keine Möglichkeit irgendwie Energie aufzubauen. Ja, deswegen also ich persönlich, ich hätte mir jetzt halt hier die besten Stücke rausgesucht. Das hier oben und vielleicht da oben haben wir irgendwie noch was Grünes gesehen. Genau, dann habe ich so zwei wunderschöne Ableger und dann ist es das für mich persönlich und den Rest würde ich halt einfach so, wie er ist,
der Natur wieder hinzufügen oder dem natürlichen Kreislauf. Genau, also das hier war wirklich für mich ein bisschen beabsichtigt, oder ich wusste, dass das ein bisschen nach hinten losgeht, weil die Ecke da hinten, ich glaube, hier ist die letzte Lampe, und das ist halt einfach, wenn das halt wirklich so an der Wand steht, ein bisschen zu dunkel. Und das, gerade wenn das dann halt noch so ein zartes Pflänzchen ist, das ist dafür einfach zu dunkel, war mir halt klar. Aber ist nicht meine Lieblingspflanze, und von daher habe ich es jetzt einfach ignoriert. Ne? Hammer, das haben wir. Mein Spiritus sagt hier. 2, 3, 4, genau. Pflanze Nummer 4. Ein wunderhübscher Stängel, oder? Avocados. Ich kann Avocados nicht halten. Ich weiß nicht wieso. Ich kann Ananas halten, ich kann Kaffee, aber Ananas nicht. Avocado nicht. Das finde ich extrem komisch. Ne? Also, warum kommt bei mir eine Ananas in Semi-Hydro, ein Kaffee in Semi-Hydro, aber eine Avocado nicht? Das macht so meinen Kopf nicht mit, weil ich dann denke, okay, alles ist halt so gleichermaßen, kommt so aus der gleichen Richtung. Also für mich persönlich, also ist halt schon so ein bisschen was Besonderes, zumindest wenn ich eine Ananas in Semi-Hydro habe. Aber ich habe irgendwie so viele Avocados, aber irgendwie kommen die bei mir nicht. Ich vermute, dass irgendein Stoff in meinem Dünger zu wenig oder zu viel ist. Das ist mir mal bei den Blättern aufgefallen. Ich zeige sie dir mal so. So sieht es bis jetzt bei mir aus. Hier oben kommt es jetzt zwar. Und das hier sind die beiden letzten Blätter. Ich vermute, zumindest was ich so bei den anderen Pflanzen an den Blättern gesehen habe, dass sie dieses Blatt dass da irgendein Stoff zu wenig in dem Dünger drin ist oder in dem Wasser, was ich denen gebe. Und dass die deswegen nicht so glücklich sind. Oder dass der pH-Wert nicht stimmt. Dass so Avocados doch ein bisschen was anderes oder doch ein bisschen was Spezielleres brauchen. Und dass das deswegen bei mir nicht klappt. Das würde ich dann aber einsehen. Dann ist das für mich in Ordnung. Denn ich fange jetzt nicht an, wenn ich jetzt wirklich so 70, 80, 100 Pflanzen habe. In den Boxen ist das auch noch. Dann fange ich jetzt nicht an. Zusätzlich zu alle 14 Tage 3, 4 Stunden lang das Wasser in einem Raum zu wechseln, fange ich jetzt nicht noch an, mir auf die Pflanzen raufzuschreiben, wie viel Mikrosiemens und was für einen pH-Wert die Pflanze haben will. Ne? Also ich habe halt selber noch einen 40-Stunden-Job und möchte gerne auch noch mal ein bisschen frei haben. Und deswegen sage ich so, okay, dann sind es Avocados bei mir persönlich nicht. Ne? Dann sind die irgendwie so speziell oder brauchen so viele oder weichen von dem ab, was ich den Pflanzen bereit bin zu geben, und dann ist das halt einfach nicht meine Pflanze. Das ist für mich völlig in Ordnung. Obwohl ich eigentlich gerne eine Avocado hätte, ne? Weil Avocados schmecken lecker. Genau, ich hatte eine Avocado, hatte ich, die hat sich dann oben halt schon, oben hat sich, hat, hat sie sich dann schon verzweigt. Da waren aber, glaube ich, 3 Stück in einem Topf drin. Oder 2 Stück. Und sie waren dann halt schon so groß, und der Topf war so klein, dass ich dachte, okay, ich muss sie jetzt trennen, damit die Wurzeln mir nicht anfangen zu faulen. Und das habe ich gemacht, habe sie dann ein bisschen ruppiger auseinander geheddert, weil sie waren so, weil die Wurzeln waren so ineinander, dass ich sie nicht auseinander gekriegt habe. Dann habe ich sie auseinander gekriegt, und dann sind mir beide Pflanzen eingegangen. Das war aber die einzige Avocado, die ich wirklich groß gekriegt habe. Die war wirklich groß, und sie war irgendwie schon doppelt so groß wie das Ding hier, und hat sich hier oben wirklich schon so angefangen so ein bisschen zu verzweigen, so in die und die Richtung. Hatte überall wunderschöne Wurzeln, wunderschöne Blätter am wunderschöne Blätter am Stamm. Das war alles so richtig schön voll, und als ich sie dann getrennt habe, ist sie mir eingegangen. So, das war so die einzige, und ich habe, glaube ich, 4 Avocados, und alle sehen so ähnlich aus. Ja, ist in Ordnung. Ne? Man versucht es halt irgendwie immer weiter, aber kommt bei mir irgendwie nicht. Ne? Also ich vermute jetzt pH-Wert oder so der Standard, dass da irgendwelche Nährstoffe fehlen.
Dann nicht. Genau, Avocados. Genau, die letzte Pflanze, das ist ein Update aus dem vorherigen Video oder von einem der letzten Videos. Und zwar, wir haben ja versucht, eine Pflanze zu retten. Ich glaube, das war eine Calathea. Ich muss mich irgendwie mal so hindrehen, dass ich an die Box komme. Ich habe sie, irgendwann habe ich sie aufgehört, das Wasser zu wechseln. Denn ich habe mir dann nur so das Wasser angeguckt. Man riecht sie. Genau. Aber ein Glück ist meine Nase heute zu, von daher rieche ich das gefühlt eh nicht. Ich hole sie mal raus. Ui. Okay, warte mal. Wie kriegen wir hin? Ja, also es ist mir halt schon bei den letzten Malen, wo ich das Wasser gewechselt habe, halt aufgefallen, dass die Pflanze. Da überlegt er trotzdem noch was. Na gut, ich zeig's dir mal, ne? Aber das ist halt nicht schön. Ne? Ein wunderschön braunes, schimmeliges Wasser. Die kommt jetzt auch sofort in den Müll oder zumindest alles davon. Kommt bei mir nicht. Zumindest halt ist es mir aufgefallen, das letzte Mal, als ich die halt wirklich das Wasser gewechselt habe, ist es mir halt schon aufgefallen, dass die Pflanze so unglaublich stinkt. Also egal, wie oft ich sie gewechselt habe, ich habe sie dann halt wirklich täglich gewechselt und egal, wie oft, sie hat so angefangen zu riechen, also dass ich das sogar mit meinen zwei geschlossenen Nasenlöchern schon gerochen habe. Boah, puh, warte mal. Ich muss das mal ein bisschen wegstellen. Na, wo ist besser? Dass die Pflanze bei mir echt nicht kommt. Gut, war ja sowieso ein kleiner Versuch. Ich glaube, wenn ich sie separiert hätte, ne, oder dass halt zu viele Pflanzen in einem, dass halt zu viele Pflanzen in einem Behälter waren und wenn davon jetzt theoretisch ein bis zwei anfangen, rumzuschimmeln, dann verderben die das ganze Wasser und reißen dann sozusagen die Pflanzen, die eventuell kommen wollen würden, halt mit. Und deswegen denke ich, dass da halt einfach zu viele Pflanzen in einem Topf waren oder in einem Gefäß. Das heißt, wenn ich da irgendwie mir so eins, zwei, drei Stück rausgesucht hätte oder zumindest so vier, fünf kleine Grüppchen gebildet hätte, dann wäre die Chance höher gewesen, dass sie was geworden wäre. Aber ja, die Calathea, ne? Wir können uns ja vielleicht mal eine Pflanze raussuchen, ne? Zumindest die eine hier, die sieht ja noch ganz. Die eine hier sieht ja noch ganz gut aus. Zumindest sehen die Wurzeln bei der einen gar nicht mal so schlecht aus. Ich will jetzt auch nicht zu viel anfassen. Ne, zumindest wenn man sich jetzt hier so die Wurzeln anguckt, wenn man es jetzt ein bisschen sauber machen wollen würde, dann könnte man die vielleicht noch retten. Mal gucken, wie viel Lust ich dazu habe. Damit ich nicht sagen kann, okay, ich habe jetzt eine Calathea getötet, sondern nur 99% davon kann ich mir die Mühe machen und die vielleicht nochmal irgendwie in ein extra Behältnis packen oder irgendwie sowas. Dann zählt sie nicht als getötet, sondern als erfolgreich gerettet. Nee, der Rest, nee, der Rest ist Matschi. Okay. Das wäre zum Beispiel noch so ein kleines, nee, ich habe sie nicht getötet, ich habe sie erfolgreich gerettet und dann können wir hiermit so ein bisschen weitermachen von der eigentlichen Pflanze. Gut, war ja sowieso nur ein Test, war ja sowieso klar, dass das irgendwie eventuell nach hinten losgeht, aber die kleinen Blätter, na, ich will die jetzt nicht so doll anfassen. Ne, zum Beispiel hier dieses kleine Blatt hier, das sieht ja irgendwie noch ganz süß aus, ne, wenn die hier so frisch rauskommen. Ich versuche es gerade schön zu reden, ne? Verstehst du gerade vielleicht selber. Genau, hier kriegt die Pflanze auch gleich schon ein neues Blatt. Wir können sie ja. Boah, ich hasse das. Also wenn ich eine Sache wirklich nicht mag, dann sind das wirklich faulige Blätter und faulige Wurzeln, weil das matscht sich zu einem weg und das mag ich nicht. Guck mal, wenn man sie jetzt so ein bisschen sauber macht, guck mal, so schlecht sieht sie doch gar nicht aus, oder? Komm, sag doch auch mal was. Ja, hier sind es ja vielleicht sogar auch schon zwei Pflanzen drin.
Na, aber so sieht es ja halt auch schon, wenn man noch diese matschige Wurzel da abmachen würde, so sieht es ja noch halbwegs benutzbar aus. Ne? Guck mal, wunderschöne Blätter hat es jetzt auch noch und die retten wir jetzt noch gemeinsam. Ne, die kriegt jetzt auch gleich noch neues Wasser, dann kommt sie in die Box zu den ganzen anderen Pflanzen und dann retten wir die halt auch. Calathea, genau, Calathea 99% eingegangen, 1% ist noch in Arbeit. Das waren die fünf Pflanzen, die ich gerade aktuell töte oder zumindest bei mir so ein bisschen am Eingehen sind. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du schaltest wieder nächsten Sonntag um 10 Uhr wieder ein, wenn ich dir wieder irgendwas Neues erzähle. Gucken wir mal, was ich mir noch so ausdenke. Schönes Wochenende, wir sehen uns nächsten Sonntag. Wuff!